Hallo Klickenabler, heute möchte ich euch das Spiel Die Kolonisten vorstellen. Es erschien bei Lookout Spiele. Autor ist ein unbekannter, will ich mal sagen, das Erstlingswerk vom Tim Puls. Ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, man kann es also auch solo spielen, ab 12 Jahre und mit einer Zeitangabe von 30 bis 240 Minuten. Keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht das Spiel detailliert vorstellen, man sieht es ja auch hier am Cover, an der Größe der Schachtel und es steht Kennerspiel drauf, wobei es ist kein Kennerspiel, es ist ein Vielspielerspiel. Und es hat sehr viel Material zu bieten und bevor ich auf die Inhalte eingehe, müsste erst einmal eine Weile auspöppeln. Mein Sohn hat eine Krise gekriegt. So viel Material ist da enthalten, das sieht er selten und versucht es, wenn möglich, gleich in solche Kästen zu verstauen, besser als Zipptüten. Und da gleich der anfängliche Tipp. Ihr könnt hier so einen Kasten verwenden, da macht ihr die Spielfiguren rein und die einzelnen Botschaftsplättchen. Sortiert es einfach nach dem Namen der Botschaft. Nebendran habe ich einen weiteren Kasten, da habt ihr das Geld, da könnt ihr im Prinzip weitere Plättchen verstauen, weitere Gebäude, auch hier einfach Stapel nach einzelnen Gebäude, manche haben auf der Rückseite ein anderes Gebäude, also versucht es mal so zu verstauen. Und idealerweise, weil zu diesem Material, zu dem Waren müsst ihr öfters greifen, dann nehmt einfach so einen Kasten, übrigens die Kästen gibt es bei einem bekannten Online-Händler, recht günstig, zumindest zum Zeitpunkt, wo wir jetzt das Video aufnehmen. Auf jeden Fall verstaut ihr hier das restliche Material. Eine weitere Box habe ich einfach noch für weitere Plättchen dann genommen, weil hier gibt es mehr als, will ich mal sagen, 10, 15 und die habe ich dann in dieser Box. Die ganzen Figuren wie Bauern, Kaufleute, die hier zur Geltung kommen, die habe ich einfach so in Kartenboxen gelegt und das gleiche trifft auch auf die Epochen zu, weil die sortiert man am besten gleich aus für die erste, zweite, dritte und vierte Epoche und die kann man dann auch in so Kartenboxen platzieren. Nebendran, das schwenkt man einfach weiter, haben wir einfach nur so drei Stapel für die Lagerschuppen in den einzelnen Farben, je nach Bauer, wie man sie nutzt. Die habe ich in der Zipptüte. Und jetzt kommt noch mal was Wichtiges. Die Plättchen für die Epochen, also im Prinzip hier für die zweite Epoche, hier die Karten, hier die Plättchen, die habe ich in Zipptüten. Habt ihr das erst einmal, ist erstmal eine halbe Stunde rum, wenn nicht sogar länger, dann seid ihr aber schon mal gewappnet für das einzelne Spiel. Übrigens die Epoche 0, die liegt bereits aus, die habe ich nämlich schon aufgebaut, die sieht man nämlich in diesem Bereich aufgebaut, ein Plättchen kommt raus, je nachdem wie man das Einführungsspiel dann spielt. Und unten dran sieht man schon mal einen Spielplan für einen Spieler, in dem Fall die andere Seite, die ich verwende, habe, wo mehr Platz ist, wenn man dann spielen will. Das ist der erste Schock und dann weiß man überhaupt noch nicht, um was es geht. Kolonisten wird gerne mit Siedlern Anno gleichgesetzt, das heißt mit dem PC-Spiel, dass ich mich fortentwickle und das Ganze sieht auch aus, anfänglich wie eine kleine Insel, die sich fortentwickelt und das wird auch im Spielverlauf dann sein. Das heißt, es kommen mit jeder weiteren Epoche immer mehr Plättchen hier auf die Seite hin und die Spieler wählen Aktionen, die sie dann übertragen und so wächst im Prinzip ihre Gemeinde, ihr Ort immer weiter und das habe ich euch ja im ersten Video gezeigt, wo ich in Essen war. Wo ich es jetzt ausgepackt habe, wusste ich eigentlich gar nicht, wie ich am besten anfangen kann oder soll. In dem Fall gibt es ja drei Anleitungen. Da steigt vielleicht etwas der Puls. Der Puls soll aber gleich wieder runtergehen, weil ich will euch einfach die Angst nehmen von diesem tollen Spiel. Es gibt hier ein Einführungsspiel. Und jetzt kann man sich entweder abends auf die Couch setzen oder an den Tisch setzen und das einfach mal so aufbauen, wie das hier angegeben ist. Das heißt, hier spielt Bernd gegen Anna. Und dieses Einführungsspiel, da braucht ihr vorher nicht die Regeln lesen. Lest euch das wirklich durch. Es ist wirklich sehr gut geschrieben. Und hier wird einfach erklärt, wie überhaupt das Spiel abläuft, wie im Prinzip der Verwalter platziert wird, anfänglich auf dem Plättchen und was dann passiert. Weil das Spiel ist relativ schnell erklärt. Ich habe einen Verwalter und mit dem Verwalter, da gehe ich von einer Position zur nächsten. Ich wandere von einem Plättchen zum nächsten und führe dann die Aktionen durch. Und genauso wird das hier beschrieben. Das heißt, man spielt in dem Fall eine Epoche quasi nach
Und das wird natürlich textlich auch immer weniger. Und ich habe das einfach so aufgebaut, deswegen sollte man sich dann schon die Zeit nehmen. Man kann sich aber, wie gesagt, auf die Couch setzen und das einfach durchlesen. Und hier wird das durchgespielt und man merkt im Verlauf der einzelnen Blätter, das wird immer weniger, bis man irgendwann das verstanden hat und vielleicht hört man sogar vorher auf, bevor das Spiel im Prinzip dann gelaufen ist. Und hat man das, dann habe ich die Anleitung gelesen. Und mit circa 20 Seiten ist das auch relativ wenig, was man dann hier sieht. Und alles, was hier in diesem Text nachempfunden wurde, ist größtenteils auch in dem Einführungsspiel enthalten. Also ich war wirklich positiv überrascht, wie schnell ich in das Spiel reingekommen bin, weil so schwer, wie es sich darstellt, also wie es auch im ersten Video dann war, da haben wir auch euch die Luft rausgenommen, so schwer ist das Spiel gar nicht. Es hat einfach sehr viele Symbole und die meisten sind selbsterklärend. Doch bevor man überhaupt loslegt, man kann natürlich auch alleine spielen, ist überhaupt kein Problem, funktioniert überaus gut, also sehr gut in dem Fall. Man sollte sich allerdings einigen, wie viele Epochen man spielen will. Und da bin ich wieder bei den Karten, bei den Plättchen. Spielt man eine Epoche, spielt man nicht den ganzen Stapel, man wählt im Prinzip den Kartenstapel und die Plättchen vom Einserstapel, die in dem Bereich dann zur Geltung kommen. Und hier sieht man die Eins, sieht man so ein einzelnes Jahr, das heißt, man spielt Sommer, ein Spieler macht drei Züge, der andere macht drei Spieler, dann spielt man Winter, ein Spieler spielt drei Züge, der andere auch drei Züge und so geht das immer weiter, bis man quasi eine Epoche durchgespielt hat und dann kann man schon eine Endabrechnung dann durchführen und dann schaut man einfach, was die Gebäude wert sind, wo ich praktisch meine Bauern gerade im ersten Bereich eingesetzt habe, was Punkte gibt und dann addiert man das zusammen. Man sollte also vorher festlegen, wie viele Epochen man spielen will und dann spielt man etwa 60 bis 90 Minuten, abhängig natürlich auch von der Spieleranzahl. Ja, wir haben gespielt natürlich gleich über vier Epochen. Das ist natürlich ziemlich heftig, was insbesondere die Spielzeit angeht. Es ist angegeben mit, was steht da drauf? 240 Minuten. Ich will mal sagen, mittlerweile knackt man die 240 Minuten, aber auch abhängig davon, wie viele Personen man am Spiel sitzt oder wie viel dran beteiligt sind. Nämlich für mich ist es ein Solo-Spiel? Naja, Solo, ich war noch nie der große Solo-Spieler, außer Agricola und Moorbauern, das habe ich wahnsinnig gern gespielt. Bei diesem Spiel muss ich sagen, das hat wirklich seinen Reiz, das Solo zu spielen, aber wenn, dann sollten schon ein paar Leute am Tisch sitzen und ein paar ist ein bisschen übertrieben, idealerweise zwei, weil da spielt sich's wirklich gut, weil die Interaktion hält sich hier in Grenzen. Man hat ja gesehen, das Tableau, jeder baut ja quasi für sich voran und wo kommt man sich in die Quere? Naja, mit seinem Verwalter auf dem Spielplan. Weil wenn da mal jemand anders sitzt, dann muss man den anderen Spieler dafür bezahlen. Ansonsten im Prinzip baut man vor sich hin. Weil das Prinzip ist ja relativ simpel. Ich habe hier den Einserstapel, wir können ja mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Das ist nichts anderes als hier die Karte, die Übersichtskarte. Das heißt, die zeigt an, was ich in der ersten Runde machen muss. Und dann nehme ich einfach noch die zwei Karten zur Hand. Und mehr als die drei Karten brauche ich auch gar nicht. Da steht auch alles drauf, was ich beachten muss. Und dann lege ich in dem Fall die Anschaffungskarten, ja, und die Marktkarten aus. Drehe dann in dem Fall die erste um. Und wir wissen ja, es wird über die fünf Bereiche dann hier gespielt. Immer Sommer und Winter. Und dann nutzt man für das erste Jahr in dem Fall die Karte mit der Übersicht. Und dann weiß man, was man auf dem Markt machen kann. Jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist denn überhaupt der Markt? Das ist das Plättchen, wo keine Angabe draufsteht. Das sind in dem Fall die zwei Plättchen. Und diese Aktion kann ich auf dem Markt ausführen. Alle anderen Aktionen, die Kamera schwenkt ja gerade drauf, sind ja quasi selbsterklärend. Ich kriege Holz, ich kann was bauen, ich kann neue Gebäude bauen. Und jetzt ist auch vielleicht klar, warum ich die Plättchen am Anfang gut sortiere, weil dann findet man sie einfach relativ schnell und kann dann recht schnell mit dem Spielen beginnen. Und so läuft das Ganze. Das heißt, mein Verwalter, den platziere ich hier drauf, mache meine erste Aktion, mache meine zweite Aktion, mache meine dritte Aktion und ist der Mitspieler dran. Und mit jedem weiteren Jahr kommen immer neue Plättchen hinzu, die werden gestapelt. Auch das wird auf der Karte angegeben. Also schwer ist das wirklich nicht. Man muss nur etwas überlegen und dadurch zieht sich's hin. Ich habe hier noch eine weitere Karte liegen. Wenn sie da liegt, dann will ich es auch gleich sagen. Man kann je nach Spielerwunsch oder wenn man es auch solo spielt, in eine spätere Epoche einsteigen. Mir hat das wenig Spaß gemacht, weil es einfach, ich fange mittendrin ungern an, ein Spiel, auch wenn es gewisse Vorgaben gibt. Ich fange wenn dann an mit der ersten Epoche und am liebsten spiele ich sie zu Ende.
Allerdings gibt es hier noch ein paar Auslagen. Und wenn ich jetzt hier in der Auslage bin, dann nehmen wir das gleich noch mit zu, warum das Spiel denn so variabel ist. Ich habe ja die Anschaffungskarten, die Karten habe ich ja vorhin gezeigt, den ganzen Stapel. Bei den Kolinen ist es auch so, weil es kommen natürlich nie alle ins Spiel hinzu. Hier sollte man auch gut überlegen, wenn man ein bisschen erfahren sind. Manche Kolonien eignen sich durchaus gut, wenn man alleine spielt. Bei manchen Blättern oder Tableaus, die würde ich dann eher hinzunehmen, wenn man zu zweit oder zu dritt im Prinzip am Tisch sitzt oder nach Wunsch der Spieler, dass sich jeder eins aussucht. Allerdings ist das im Prinzip ja schon das Ganze, was man dazu braucht. Und man bekommt Waren, die schiebt man in sein Lager, zieht sie rüber vielleicht in den Speicher und baut dann fleißig drauf los. Und so schwer, ich wiederhole mich, ist das wirklich nicht. Weil all das hat man wirklich gut, wenn man es mal vorbereitet hat, schnell zur Hand. Und die erste Partie habe ich zu dritt gespielt. Die zieht sich natürlich auch etwas in die Länge. Allerdings hat sich dann gezeigt, im Laufe der Zeit, zweier Partien machen dann doch am meisten Spaß. Und man will natürlich schauen, wie weit der Mitspieler ist. Und das kann natürlich auch gut mal bis zu 6 Stunden dauern, je nachdem, wenn man es auch am Stück spielt und der andere Spieler vielleicht auch etwas länger überlegen muss oder kennt das Spiel gar nicht. Das Spiel hat nämlich einige Überraschungen vorzuweisen, was natürlich auch die Karten angeht. Ich kenne noch gar nicht alle Karten, weil natürlich die Decks so groß sind, dass es sehr variabel ist. Ich habe auch noch nicht alle Kolonien bis ins Geht nicht mehr ausgereizt. Ich kenne sie zwar, aber die eine oder andere nimmt man gern hinzu. Also da gibt es so viel Variabilität, dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Es wird allerdings auch knüppelhart, wenn man dann gerade in der vierten Epoche ist und die Auslage sehr riesig ist. Das heißt, das Tableau eine riesen Auswahl zu bieten hat. Und da muss man natürlich schon schauen, wo man sich hin bewegt. Wer solche Aufbauspiele mag, wo einen guten Einstieg haben und im Vergleich zum, ja, ich will mal sagen, Civilization-Spiel beispielsweise mit Erweiterung, da muss man sich doch ein bisschen mehr reinknien, war Kolonisten wirklich ein Spiel, wo ich sagen muss, da bin ich überraschend schnell drin gewesen, wenn man vorbereitet ist. Wie gesagt, ein Abend zum Pöppeln, ein Abend zum, will ich mal sagen, zum Eintüten, die Kästen und ein Abend, um das Einführungsspiel dann sich durchzuschauen, ein bisschen nachspielen und dann die Anleitung. Also ich muss sagen, ich war echt überrascht von diesem Spiel, was natürlich sehr lange geht und was in der Anleitung steht, es könnte eine Erweiterung geben und da bin ich natürlich sehr gespannt. Es kann ja nur eine fünfte Epoche sein, anders kann ich es mir ja gar nicht vorstellen. Dann wird es natürlich ein langer Spieletag, so will ich es mal sagen, mit dem Spiel, was man wirklich genießt. Auch wenn es nicht richtig läuft. Ich habe auch etliche Frustsituationen gehabt. Wenn es einfach nicht läuft, wenn es nicht passt, dann ärgert man sich eigentlich eher über sich selbst, weil man im Prinzip falsch gebaut hat. Aber ansonsten ist es ein wirklich super Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Es macht Spaß und viele Solo-Spieler aus dem Bekanntenkreis, die spielen sehr gerne Solo. Die können es empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, nur ein paar Mal Solo gespielt. Mir hat es gefallen, aber ich habe es dann doch lieber gesellig mit einem Tisch, mit einem Mitspieler, mit einem oder zwei am Tisch, aber zu viert bitte nicht. Also dann ist es wirklich heftig. Also man sollte es sich dann schon begrenzen auf die Spieleranzahl. Auch wenn sich die Leute gut auskennen mit dem Spiel, man muss doch immer schauen, was für Aktionsmöglichkeiten man hat und eine gewisse Downtime ist da automatisch vorhanden. Aber, und so viel zur Downtime, selbst wenn mein Mitspieler dann dran ist und überlegt, überlege ich parallel auch schon, weil in dem Fall die Interaktion hält sich ja in Grenzen, auch der Glücksfaktor. Ich bin selbst verantwortlich, wie ich meinen Plan aufbaue, mit welchen Speichern, mit welchen Waren ich bestücke und das, wie gesagt, kann ich auch überlegen während des Zugs meines Mitspielers. Das soll es auch gewesen sein zu diesem relativ kurzen Video. Wie gesagt, im ersten Video, das gehen wir nochmal ein paar Auktionen ein, wie sowas abläuft. Hier jetzt im zweiten Video will ich euch einfach die Luft etwas rausnehmen zu dem Spiel. Wer solche Vielspielerspiele mag oder solche Aufbauspiele, sollte sich's auf jeden Fall mal anschauen. Das war's von meiner Seite. Bis denn. Ciao.